Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Irak hat heute erneut eine größere Gruppe westlicher Ausländer freigelassen. Schneller als gestern noch erwartet, konnten mehr als 100 Deutsche, die meisten von ihnen Frauen und Kinder, das Land auf dem Luftwege verlassen. An Bord ihrer Maschine von Bagdad nach Amman waren noch rund 30 weitere Geiseln verschiedener Nationalität. Zur Stunde bringt ein Flugzeug der Bundesluftwaffe alle zunächst nach Frankfurt. Dort sollen sie gegen 22.20 Uhr eintreffen. DDR-Bürgerrechtler haben heute ein Gebäude der früheren Stasi-Zentrale in Ost-Berlin besetzt. Sie wollen vor allem verhindern, dass der Bundesnachrichtendienst die 6 Millionen Akten des einstigen Staatssicherheitsdienstes in die Hände bekommt. Mit dem Kompromiss im Einigungsvertrag, wonach das künftige gesamtdeutsche Parlament endgültig über Aufbewahrung und Verwendung der Akten entscheiden soll, sind sie nicht einverstanden. Als Vermittlerin hat sich die Präsidentin der Volkskammer Bergmann-Pohl eingeschaltet. Nachdem die Polizei das ehemalige Stasi-Gebäude umstellt und die Barrikaden der Besetzer gewaltsam aufgebrochen hatte, eilte Parlamentspräsidentin Bergmann-Pohl zum Schlichten in den einst gefürchteten Bau in der Normannenstraße. Immerhin, sagt sie, sei in der letzten Woche verhindert worden, dass die Stasi-Akten ins Bundesarchiv nach Koblenz kommen und dass der BND sie nutzen könne. Doch das reicht dem neuen Forum und der Vereinigten Linken nicht. Sie wollen, dass die 6 Millionen Stasi-Akten auch nach dem Beitritt am 3. Oktober der Kontrolle der DDR-Länder unterstehen. So habe es schließlich die Volkskammer einmal beschlossen. Ich finde, dass das eine Vergewaltigung der Volkskammer ist, was dort hineingekommen ist. Und entsprechende Verhandlungen sind ja auch mit der Regierung gewesen. Die Regierung hat ja auch versucht, das anders zu lösen. Die hatte ja den Auftrag, dieses Gesetz mit zu übernehmen in den Staatsvertrag und hat es nicht durchsetzen können. Naja, und nun haben die Vertreter, das sind Vertreter von Komitees und so weiter, Betroffene wahrscheinlich auch, die haben nun diesen Weg gewählt, um Aufsehen zu erregen. Die Besetzer, darunter auch Bärbel Bohley vom Neuen Forum, fordern nun die Herausgabe ihrer persönlichen Akten, damit eines Tages wenigstens ein Stückchen Wahrheit ans Licht kommt, sagen sie. Mehrere Abgeordnete kamen noch am Nachmittag in die Normannenstraße, um zu verhandeln. Am Donnerstag, wenn in der Volkskammer der Einigungsvertrag beraten wird, steht das Thema Stasi-Akten noch einmal auf der Tagesordnung. Im gesamtdeutschen Verkehrsrecht wird es nach dem 3. Oktober, dem Tag der Vereinigung, Ausnahmeregelungen geben. Das gilt vor allem für das absolute Alkoholverbot für Autofahrer auf DDR-Gebiet. Die 0,0-Promille-Grenze soll bis Ende 1992 bestehen bleiben, auch in Ost-Berlin, wie das DDR-Verkehrsministerium betonte. Auf den Autobahnen bleibt es wegen des schlechten Straßenzustandes vorerst bei Tempo 100. Anfang 1992 soll dann dort eine Richtgeschwindigkeit von 130 Kilometer pro Stunde gelten. Die 1,7 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst der DDR werden von diesem Monat an 200 Mark mehr bekommen. Nach einer Serie von Warnstreiks und 3 Verhandlungsrunden einigten sich die Tarifparteien heute früh auf diesen Kompromiss. Die Gewerkschaften ÖTV und DAG hatten zwischen 350 und 400 Mark mehr verlangt. Auch Lehrlinge werden von dem Abschluss profitieren. Sie erhalten 40 Mark mehr. Für jedes Kind soll rückwirkend vom 1. Juli an ein Zuschlag von 50 Mark gezahlt werden. Den Haushalt wird der Kompromiss mit 2 Milliarden Mark belasten. Steuererhöhungen zur Finanzierung der deutschen Vereinigung soll es nicht geben. Die Haushaltsexperten der Koalitionsfraktionen Borchert, CDU-CSU und Weng, FDP, haben sich darauf verständigt, der Regierung vorübergehend freie Hand bei der Aufnahme von Krediten zu geben. Sie schätzen den zusätzlichen Finanzbedarf im kommenden Jahr auf insgesamt 100 Milliarden Mark. Das wäre nur 3,5% des erwarteten Bruttosozialprodukts. Für den Kapitalmarkt sehen sie keine Probleme. Der SPD-Vorsitzende Vogel hat der Koalition noch einmal vorgeworfen, die tatsächlichen Kosten der Einheit zu verschleiern. Ihre Gesetzesvorlage zu den finanziellen Auswirkungen nannte er unverfroren, weil sie nur Punkte und Striche, aber kaum Zahlen enthalte. Nach der Deutsch-Deutschen Vereinigung am 3. Oktober will Bundeskanzler Kohl sein Kabinett um 4 Politiker aus der DDR erweitern. Noch präsentierten sich beide heute bei einem Fest in Bonn als Regierungschefs von 2 deutschen Staaten. Nach der Wiedervereinigung jedoch wird Lothar de Maizière unter Kanzler Kohl als Minister ohne Geschäftsbereich in die erste gesamtdeutsche Regierung einziehen.
Neben de Maizière will der Kanzler drei weitere Minister aus der ehemaligen DDR in sein Kabinett berufen. Fest stehen bereits der CDU-Fraktionsvorsitzende Staatssekretär Günther Krause sowie der neue stellvertretende Vorsitzende der gesamtdeutschen FDP, Rainer Ortleb. Auch eine Frau wird dabei sein. Unter mehreren Kandidatinnen wird in Bonn als Frau mit den besten Chancen die bisherige Volkskammerpräsidentin Sabine Bergmann-Pohl genannt. Alle vier sollen in der Bundesregierung zwar keinen eigenen Geschäftsbereich bekommen, aber sich mit Problemen beim Aufbau in der ehemaligen DDR beschäftigen. Ansonsten soll in der Bundesregierung bis zu den gesamtdeutschen Wahlen erst einmal alles beim Alten bleiben. Eingeleitet werden soll der neue Tag der deutschen Einheit um Mitternacht am 3. Oktober mit einem Feuerwerk wie zu Silvester am Brandenburger Tor. Dann wird hier die DDR-Fahne endgültig eingeholt werden. Für die offiziellen Feiern zur deutschen Einheit haben die Politiker die Hauptstadt Berlin ausgesucht. Das gilt sowohl für den Staatsakt im Ostberliner Schauspielhaus wie auch für die erste Sitzung des vorläufigen gesamtdeutschen Parlaments im Berliner Reichstag. Die erste Arbeitssitzung dieses Parlaments soll dagegen in Bonn stattfinden.